Bom. Gingerbread. Dazu ein feiner englischer Tee, den wir jetzt nicht haben. Bier fängt bei 5 Pfund an. Tatsächlich? Ja. Dann war das Britannia Inn aber günstig. Ja. This mountain.
across that burning bridge, just to hold you in my arms. I'd find a way to climb that rocky ridge. Dem Sprecher fällt gerade nichts ein. Ja, ruhig. Wir schalten nochmal so, wir haben den schönen Weg um den See fast hinter uns. Wir sind mit dem Auto nach Westwater gefahren. Faszinierende Fahrt über wirklich exzellente Gegenden, die man sonst nirgendwo auf der Welt sieht. Eine richtig spannende Fahrt. Und gleich sind wir zurück am Pub, wo wir den Wagen geparkt haben. Genial. Das Wetter ist genial. Ja. Das Navi ist genial. Das Navi, das muss ich mal erzählen. Hier auf dem kleinen, puzzeligen Smartphone. Der sagt mir genau, wo ich hier in dieser eine Öde lang gehen muss. Das ist der Hammer. Sogar der kennt jeden kleinen, puzzligen Fußweg und man kann sich nicht mehr verlaufen. Das ist der Hammer. Schluss mit diesen ewigen Streitereien an jeder Weggabelung. Endlich entscheidet einer, der es besser weiß. Mr. Navi. Mensch, Krone, das Navi ist weiblich. Dann würden wir uns ja verlaufen, wenn das Navi weiblich wäre. Excellent gekontert. Wie lange hast du darüber nachgedacht? Hey, das hast du erst vor 2 Sekunden gesagt. Also bleib mal geschmeidig. Ich musste das sagen, du hast mich dazu gezwungen. Gefahren. Jetzt müssen wir 11 Kilometer zurückwandern. Hoffentlich macht Holgis Knie das mit. Oh je. Oh mein Gott, wir sind schon 3 Minuten unterwegs und mach die erste Pause. Ich teste mal die Lenke. Thank you.
3 Kilometer und unsere Parkuhr läuft gleich ab in einer Stunde. Das müssen wir schaffen. Rusmir Gold war aus, leider, köstliches Bier. Jetzt haben wir ein Rusmir Ale bestellt, das ist super geil. Flache Wege gehen. 6 Kilometer unser Maximum heute.
vielleicht noch was. Kommt er, Büro, live dabei, bei ihm. Schwenken nach links. Mhm. Ich probier mal. Oh, da sind Rosinen drin. Ich mag keine Rosinen.